Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich bin heute voller Dankbarkeit, denn ich habe heute wieder meinen Lieblingsgast hier und er ist wieder gekommen und das möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Rüdiger. Rüdiger Dahlke, Dr. Med, herzlich willkommen, dass du da bist. Gern. Lieber Rüdiger, ich möchte gerne mit dir einfach ein bisschen Gespräche führen über Volkskrankheiten, wie uns immer mehr plagt oder uns beschäftigt, insbesondere auch die Depressionen. Ich sehe immer wieder Menschen am Mundwinkel nach unten gezogen und das ist wie eine Abwärtsspirale und das ist wirklich unangenehm und die kommen auch selber fast nicht raus. Wie siehst du die ganze Geschichte um die Depressionen heutzutage? Also offensichtlich nimmt diese depressive Stimmung zu. Das kann man in Deutschland mehr merken als in Österreich oder in der Schweiz. Und auch die Depressionen nehmen zu, denke ich. Wenn man es jetzt aus dieser psychosomatischen Perspektive anschaut, von Krankheit als Symbol, muss man sagen, schauen wir das Thema an. Was macht der Depressive? Er macht nichts, er hat keinen Antrieb. Die Antriebsstörung ist ein entscheidender Punkt. Die Vision, dabei. Die fehlt, ein Ziel. Ja, es gibt, eine er hat sozusagen nichts zu tun. Er sieht keinen Weg offensichtlich. Aber es wird ja schlimmer. Was fühlt er? Dann kommt wieder eigentlich nichts. Das ist, glaube ich, das Schlimmste bei der Depression, was wir nicht Betroffene, hoffe ich mal, jetzt gar nicht nachvollziehen können. Ich habe so viele begleitet mit Depressionen, aber kein Gefühl zu seinem Kind zu haben oder so. Und so weit kann das gehen, dass eine Mutter und Vater kein Gefühl zu seinem eigenen Kind hat. Dann schwierig, schreckliche Situation. Wenn man dann fragt noch, was denken Sie, dann denken Sie viel. Sie denken in diesen ewigen sinnlosen Schleifen. Ja, also eben über die Sinnlosigkeit nach. Das kann dann so weit gehen, dass es bis zur Suizidalität geht, also bis zu Selbstmordneigungen. Und das muss man immer bedenken bei Depressionen. Die schlimmste Nebenwirkung der Depression ist der geglückte Selbstmord sozusagen. Ja. Also bevor man jetzt so sehr gegen Pharmaka argumentiert, muss man schon sehen, da ist Selbstmord eine Nebenwirkung. Also bei der Antidepressiva? Ja, naja, die meisten Antidepressiva sind heute Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer. Ja, also Serotonin ist das Wohlfühlhormon. Ja. Ja, das ist so L-Tryptophan, 5-HTP, ja. Serotonin und dann Melatonin. Ja. Ja, und weil das Melatonin im Schlaf gebraucht wird und in der Dunkelheit, haben wir im Herbst-Winter-Depressionen. Mhm. Da wird dann sehr viel Serotonin verbraucht, in Melatonin umgebaut und dann hast du diese Situation Herbst-Winter-Depression. Mhm. Also da wäre es natürlich von daher schon mal sehr viel schlauer. Wir würden auf der biochemischen Ebene dafür sorgen, dass wir genug Serotonin haben. Also ich habe das auch immer, ich nehme immer schon, weil ich vegan bin. Aber auch aus diesem Aspekt, dass ich genug Serotonin und auch Dopamin haben will, nehme ich immer diese kleine rote Pille Amorex. Mhm. Die ist eigentlich ursprünglich mal für Liebeskummer entwickelt worden. Mhm. Ist ja auch kein Pharmakonzern, sondern so ein Zwei-Frauen-Betrieb aus Österreich. So, dann habe ich genug. Vorstufe 5-HTP. Also das müsste man auch mal mit einbeziehen, dass man das da rechtzeitig für sorgt, dass man auch auf der somatischen Ebene so eine Basis hat, die nicht direkt dazu tendiert, zu entgleisen in Richtung Depression. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, was schnell der seelische. Ja, wenn jemand keinen Antrieb mehr hat, nichts mehr fühlt und immer nur noch in Denkschleifen der Sinnlosigkeit hängen bleibt und dann sogar drüber nachdenkt, sich selbst umzubringen. Und das ist natürlich eine schreckliche Situation. Ja, also vor allen Dingen, wenn es dann auf so eine sehr primitive Ebene geht, Gift oder Kugel, Strick oder Gas sozusagen, also die denken das dann, aber sie können es nicht tun, weil sie keinen Antrieb haben. Muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich eine sehr schreckliche Situation. Ja, also da ist kein Antrieb da, man denkt über die Sinnlosigkeit seines Lebens nach bis hin zu Selbstmordgedanken, dann hat man noch dazu in der Regel eine Schlafstörung, also man hat durch die Schlaflosigkeit noch mehr Zeit, sich diese Denkschleifen anzutun. Und wenn man dann unter dem Strich schaut, was man bei Krankheit als Symbol ja immer tut, was ist denn das Wesen dieses Krankheitsbildes, dann ist das eine Situation, wo man sagen könnte, okay, da geht es um das Thema Tod. Ja, da beschäftigt sich jemand ständig mit dem eigenen Sterben, mit der Endlichkeit des eigenen Lebens. Und das ist ja dann bei der Krankheitsdeutung von Krankheit als Symbol immer auch das Thema gleich. Das sollte er tun. Also man könnte sagen, wir haben immer mehr Depressionen, weil wir uns zu wenig mit der Endlichkeit unseres Lebens beschäftigen.
mit der Sinnfrage, wo zielt unser Leben eigentlich hin? Worauf läuft das Ganze hinaus? Und das ist, glaube ich, der Punkt, der auch wirklich entscheidend unsere Gesellschaft unterscheidet von früheren. Ja, in religiösen Gesellschaften war die Endlichkeit natürlich klar ein Thema. Jüngste Gericht und so weiter im Christentum. In allen indigenen Gesellschaften war das ein Thema. Wir haben uns so quasi losgesagt von allem philosophisch, lebensphilosophischen, allem religiösen. Ja, also ich kenne keinen Buddhisten, der in der Sangha, also seiner Gemeinschaft, eingebunden ist, der jetzt Depressionen hat. Ich habe mal versucht, in Tibet eine Tibeterin danach zu fragen, aber das geht gar nicht. Das ist so, wie wenn ein Indianer nach Kopfschmerzen fragst. Du kannst schon sagen, okay, Riesensturm reißt Riesenast, von Riesenbaum fällt dir auf den Kopf, macht große Wunde, tut weh. Und wenn du ihn dann sagst, ja, jetzt kein Sturm, kein Baum, kein Ast, keine Wunde, tut trotzdem weh, dann schaut er dich an und dann nicht. So war das mit ihr auch, der Tibeterin. Da habe ich gesagt, stell dir vor, deine Tochter stirbt und ja, also dann bist du doch traurig. Ja, ja, ist sie traurig. Und man fängt sie gleich an zu sagen, der Lama begleitet die Seele der Tochter und ich nehme die Enkelin zu mir. Lass mal, stell dir mal vor, jemand ist, obwohl die Tochter nicht stirbt, so traurig. Da schaut sie mich auch an und kennt sie nicht. Also wir sind schon eine spezielle Gesellschaft, eine ziemliche sogar, die einfach diese ganzen Bindungen aufgegeben hat, sich dadurch nicht mehr eingebunden fühlt, mit dem Tod nicht mehr rechnet. Da hat man vor langer Zeit, der Professor Student, für die Hospizbewegung eine Umfrage gemacht, ob hat er einfach auf der Straße eine große Zahl Deutsche befragen lassen, ob sie lieber zu Hause oder im Hospiz sterben wollen. Und über 90% glauben gar nicht, dass sie sterben müssen. Die antworten darauf so sinngemäß, also wenn schon, dann zu Hause. Wenn schon, dann. Das heißt, die rechnen eigentlich nicht mit diesem unwahrscheinlichen Ereignis ihres Todes. Wir haben das raus aus dem Leben. Und kriegen natürlich auf dem Weg dahin viele Krankheitsbilder. Die Schulmedizin macht ja gar keinen Unterschied zwischen, die Psychiatrie, zwischen Depression und Burnout. Das Burnout ist für mein Gefühl, da bleibt man in der Sinnlosigkeit hängen. Der Beruf ist kein Beruf, der ruft nicht, da ist keine Berufung drin, das ist ein Job und der macht gar keinen Sinn, der nährt die Seele nicht. Dann kommt, wenn man dann noch viel arbeiten muss, dieses Sinnlosigkeitsgefühl, man stürzt ab von der Karriereleiter. Das Burnout. Bei der Depression kommt wirklich noch dieses Thema Tod dazu. Ja, also stellen wir uns mal vor, wie unseren Planeten, der ist ja doch in unserem Sonnensystem, das ganze Ekliptik ist ja ziemlich am Rande. Und die Erde ist ja ein relativ unbedeutender Planet, wenn man es mal so aus der Milchstraßenperspektive anschaut, wo so ein Experiment gemacht wurde, nehmen wir mal an, von einem Geist oder Gott oder wie immer. Und der hat denen gesagt, hat denen heilige Bücher gegeben, wo drin steht, das Leben ist endlich und so im religiösen Sinn. Und die haben das alles vergessen. Was könnte der machen? Naja, er schickt ihnen im großen Stil Depressionen. Da haben sie dann Zeit, um sich wieder mit der Endlichkeit zu beschäftigen, auch mit dem Ende des Lebens. Aber sie können sich nicht umbringen, weil da eine Antriebsstörung dabei ist. Aber sie haben mehr Zeit durch die Schlafstörung, das zu tun, sich zu beschäftigen mit der Endlichkeit und eigenen Sterblichkeit. Ich glaube, das ist die entscheidende Thematik. Und zusätzlich würde ich dafür sorgen, dass genug Serotonin da ist. Immer, ob du depressiv bist oder nicht. Also ich nehme das Amorex immer, jeden Morgen, jeden Abend. Diese kleine Pille kann ich ohne Wasser nehmen. Dass biochemisch das auch in Ordnung ist, dass ich da nicht ins Defizit rutsche. Das Serotonin möchte ich nochmals darauf zurückkommen, aber zuerst nochmal möchte ich in die Antidepressiva reingehen. Was bezweckt denn ein Antidepressiva, wo heutzutage ja sehr großzügig eigentlich, in Amerika habe ich mal eine Studie gelesen, ist unglaublich, wie viele Menschen das nehmen, in Europa weiß ich es nicht. Also die Frage ist, was nützt es eigentlich einem Menschen, das zu nehmen, was passiert dann? Also schauen wir mal die Wirkung von Serotonin an. Die ist ja, wenn man schlagartig alles Serotonin ausschüttet im Gehirnbereich, dann ist es die Wirkung von MDMA. Ein Amphetamin, Ecstasy. Die Jungen machen das. Also und wenn ich Serotonin nehme, habe ich wie Ecstasy. Habe ich das jetzt richtig Serotonin verstanden? Kann man nicht nehmen, ja? Aber man kann letztlich dazu beitragen mit MDMA, dass alles vorhandene Serotonin, was im Hirn ist, ausgeschüttet wird, landet dann im Synapsenspalt, wird dann sozusagen biochemisch aktiv und das gibt dann diesen Effekt von, ja, Begeisterung, Enthusiasmus, Herzöffnung. Da geht wirklich so wie das Herzchakra auf.
Und wenn man das mit jemandem macht, den man liebt, dann ist das ein unglaubliches Liebesgefühl und sehr schön. Die nehmen es bei ihren Raves meistens beim Tanzen und dann tanzen sie wie aufgezogen. Danach hast du dann eher einen Hänger, Serotoninmangel. Also Serotonin hat diese Wirkung. Wenn du dir jetzt einfach Serotonin-Antagonist, also Wiederaufnahmehämmer nimmst, dann bleibt es einfach länger im Synapsenspalt wirksam. Du hast also mehr Serotonin im Umlauf, desto wenn du keinen Ölwechsel machst, bleibt das Öl halt einfach länger im Motor. Und es hat schon Nebenwirkungen. Also es ist so, dass das Blutbild verändern kann. Man kann auch damit dann wieder erleben, dass unerklärlich doch mehr Selbstmorde passieren. Also ich würde nicht raten, dauerhaft Serotonin wieder Aufnahmehämmer zu nehmen, aber Millionen Amerikaner tun das. Und ich habe es noch nicht verstanden, da Rüdiger. Ist das Antidepressiva jetzt ein Serotonin-Aufnahmehämmer? Ja. Die heutigen, also früher Sarotin und so weiter, in meiner Psychiatriezeit gab es andere. Mhm. Da musste man gut aufpassen, dass die Antriebssteigerung und die Stimmungsaufhellung wirklich parallel ging. Da haben viele, auch Heilpraktiker, unwissend wirklich ziemlich viel Unglück gestiftet damals, wenn man gesagt hat, alles weg, diese ganzen psychiatrischen Medikamente. Und dann haben die Leute die abgesetzt. Und wenn dann zum Beispiel die stimmungsaufhellende Wirkung nachgelassen hat vor der antriebssteigernden, stell dir vor, Stimmung geht runter, Antrieb bleibt noch, haben die sich umgebracht. Also der Depressive in der schweren Depression bringt sich nicht um, weil er diese Antriebsstörung hat. Mhm. Ja, weil das ist die Inuit, das ist die indigene Gesellschaft mit der höchsten Selbstmordrate überhaupt. Die Eskimos, ein Schimpfwort, indigen, Inuit muss man eher sagen, die haben die höchste Selbstmordrate und die ist nicht im tiefen Polarwinter, ja, wenn sie eben in der Depression hängen häufig, sondern im Mai, wenn alles wieder anfängt zu wachsen und Sonne kommt, dann kommt der Antrieb zurück und dann machen die sehr, sehr viele Selbstmorde. Können wir mal ein einfaches Beispiel machen? Sagen wir, wir haben jetzt hier einen Europäer, der einfach wirklich in dieser Sinnhaftigkeitsfrage nicht mehr weiter weiß, sei es über das Burnout bezogen oder eben wirklich diese Depression. Spirale geht runter, geht zum Arzt, völlig deprimiert und er gibt ihm ein Antidepressiva. Gut, was passiert jetzt? Er nimmt dieses Antidepressiva, du hast mir gesagt, dann ist diese Serotonin-Aufnahmefähigkeit, Verhinderung da. Na Moment, es wird Wiederaufnahmehämmer bedeutet, die Nerven holen es nicht zurück. Es bleibt im wirksamen Bereich. Gut, also ja, eigentlich positiv, oder? Es wirkt dann länger, die Stimmung wird gehoben. Deswegen nehmen Millionen Amerikaner Prozac oder bei uns heißt es Fluctine oder Cipralex oder so. Also von dem her ist es eigentlich ein guter Ansatz, aber eigentlich nicht auf der Ursache bezogen, sondern man hilft ihm auf der Wirkungsebene und sollte jetzt nach meinem Verständnis nicht ewig genommen werden, sondern vielleicht nur kurzfristig. Ja, also ich würde ja sogar sagen, immer dafür zu sorgen, dass man die Vorstufen hat von Serotonin. Ja, also als L-Tryptophan oder 5-HTP. Das sind die natürlichen Prohormone oder die Vorstufen. Also, ja, im Amorex ist es zum Beispiel aus der afrikanischen Schwarzbohne. Ja. Das ist ja ein natürliches Gewächs. Und das ist aus meiner Sicht sinnvoll, Vorstufen zu nehmen, dass der Körper noch weiter die Hauptstufe produzieren muss. Weil wenn man ihm... Beim Serotonin geht das gar nicht, das kann man nicht einnehmen. Aber beim Dopamin, das ist dieses Belohnungs- und Glückshormon, da kannst du die Endstufe einnehmen. Das tun ja Parkinson-Patienten auch. Aber dann würde der Körper natürlich aufhören, eigenes zu produzieren. Der produziert ja auch eigenes Dopamin. Deswegen würde ich immer nur Vorstufen nehmen. Da ist es das S-Adenosylmethionin. Aus der Hefe kann man das produzieren. Beim Amorex ist es aus der Hefe. Damit der Körper zwar die Grundstufen alle vorhanden hat, also die Baustoffe sozusagen, aus denen er dann seine Neurotransmitter macht. Serotonin, Dopamin sind ja Neurotransmitter. Mhm. Also ist der Unterschied zu Hormonen nicht so groß. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir dürfen dem Körper die Aufgaben nicht abnehmen. Ne? Da gilt dieser amerikanische Spruch, use it or lose it. Wenn wir die Muskeln nicht benutzen, baut er die ab. Wenn wir die Knochen nicht benutzen im Weltraum, baut er die ab. Das ist eine künstliche Osteoporose. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einfach so viel Hormone oder Neurotransmitter schlucken, dann macht er keine mehr. Ja, das ist eine Geschichte, das bei den Amis, die schlucken ja Melatonin wie verrückt als Antioxidanz. Führt aber dazu, dass der Körper dann kein Melatonin mehr produziert. Dann macht er ständig aus dem Serotonin sozusagen Melatonin. Das heißt, das wäre die eigentliche Situation. Wenn sie Schlafprobleme haben, schlucken sie das Melatonin ständig und die Körper schlucken es zum Teil als Antioxidanz.
Ja, so ein Ami kannst du ja schlecht sagen, geh einfach mehr barfuß, dann hast du genug Antioxidantien. Die schlucken ja einfach lieber. Mhm. Und dann greifst du natürlich in diesen ganzen Stoffwechsel ein, was immer eine Schwierigkeit ist. Ja? Also wenn man eingreift, müsste man wirklich sehr gut Bescheid wissen. Mhm. Und auch mal die Synergien beachten, wenn man viele verschiedene Medikamente gibt. Ich meine, die wissen ja gar nicht, wie die zusammenwirken. Das ist ja nie erprobt worden. Mhm. Ja, es ist schon oft die Medikamente schlecht erprobt worden, muss man sagen. Wie funktioniert denn das, wenn ein Mensch wirklich in die Depression reinfällt, dann muss er ja selbst dieses Serotonin anfangen, unkontrolliert eigentlich zu verarbeiten, was er selber hat. Also nicht mehr im gleichen Zug, sondern durch die Depression wird er das... Ja, die Idee ist, dass er dann zu wenig hat, ja? Dass er diesen Stoff nicht mehr hat, der ihm das Wohlgefühl ermöglicht. Aber er ist ja selbst der Verursacher dann, dass das ja dann sich abbaut. Naja, das hängt ja immer zusammen, ne? Was ist da eher, Henne oder Ei? Ja, also das läuft parallel, Psychosomatik. Ich glaube, an erster Stelle ist fast immer die Seele, mhm, und dann wird die Somatik, der Körper, in Mitleidenschaft gezogen. Also der sieht keinen Lebenssinn mehr, der hat Selbstmordgedanken, und dann parallel dazu passiert dann auch, dass zu wenig Serotonin da ist, zu wenig Serotonin geschaffen wird vom Körper. Mhm. Und dann kommt die Schulmedizin und substituiert es. Also sie gibt es rein. Klar. Viel besser wäre es natürlich, dessen Lebensgeister anzuregen, ihm eine Lebensphilosophie nahezubringen, ja, die Schicksalsgesetze, dass er die Spielregeln versteht, dieses Lebens. Ja, zumindest Polarität, gleichzeitig Resonanz. Wenigstens. Wenn schon Antidepressiva, dann aber auch noch die Sinnfrage. Also wäre ideal, ja. Aber das ist nicht so, hä? Also ich meine, die Psychosomatik ist ja eine Worthülse in der Schulmedizin. Da wird ja praktisch nichts gemacht. Also klar, um Gottes Willen, muss man aufpassen, ne? Sie machen viel und das Wort wird viel benutzt. Mhm. Aber so wirklich im Sinne, auf die Seele zu horchen und der Seele auch mal zu gehorchen, in dem Sinne passiert da wenig. Mhm. Psycho wird dann schnell als Verhaltenstherapie im Sinne von Behaviorismus verstanden. Das würde ich gar nicht... als Biomathematik angewandte, aus meiner Sicht, das würde ich gar nicht jetzt als Psychotherapie beschreiben. Psychotherapie für mein Gefühl würde wirklich bedeuten, du gehst auf die Seelenbilderwelt, also in die Seelenbilderebene. Und da kannst du natürlich in so einer Phase mit einem Antidepressivum unterstützend wirken. Aber ich würde auch da lieber die Vorstufen geben. Ja, also das habe ich früher schon gemacht mit L-Tryptophan und eben jetzt mit 5-HTP oder Amorex. Kriegt man solche Sachen über den Arzt oder kriegt man das irgendwie frei? Na, das kannst du auch frei bekommen. In meinem Fall würde ich es empfehlen. Mhm. Aber es ist nicht ein Medikament, also Amorex gibt es in Apotheken, aber das könntest du auch eigentlich frei, es ist eigentlich Nahrungsergänzung. Es ist einfach eine raffinierte Art, sich zu ernähren. Wie das, was die Jungen heute machen, dieses Biohacking. Ja, also die nehmen dann MCT-Öl in Kaffee, nennen sie dann Bulletproof Coffee. Und klar, die MCT-Öle werden dann, das ist eine Fraktion, wesentlich aus dem Kokosöl, in der Leber verestert, gehen ganz schnell ins Gehirn und du hast Hirnnahrung. Und das zusammen mit dem Koffein, dann fühlt man sich entsprechend. Also das ist etwas, was heute bei Jungen relativ häufig gemacht wird, und auch bei Alten. Also ich nehme ab und zu auch mal so MCT-Öl in den Kaffee. Also wenn ich mir jetzt ein Praxisbeispiel bringe, also einen Weg für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Also wenn jemand zu Hause jetzt wirklich das Gefühl hat, meine Spirale dreht sich nur noch nach unten, das ist Auswegslosigkeit, und nehmen wir gleich die zweite Sparte auch noch ein, diese Burnout-gefährdeten Menschen, die auch merken, ich fahre fest und ich habe meinen Lebensgeist wird immer trauriger, das Augenleuchten verschwindet, man sieht schon die Depression. In dieser Phase wäre jetzt nach deiner Sichtweise es nötig, die Sinnfrage zu stellen? Die Sinnfrage für mein Gefühl, da bin ich ganz mit Viktor Frankl und die Logotherapie, die Sinnfrage gehört immer ins Leben. Mhm. Ja, also wenn du keine Sinnfrage im Leben hast, dann wird alles sinnlos. Und sinnlos ist natürlich schon die Vorstufe in Burnout, Depression. Also ich würde natürlich eigentlich schauen, dass wir in der Schule schon diese Themen anschauen. Schicksalsgesetze und die Sinnfrage des Lebens. Das wäre die beste Vorbeugung. Nur die Schulmedizin macht ja keine Vorbeugung, die macht nur Früherkennung und nennt das Vorbeugung. Das ist ein Etikettenschwindel. Das müssen die verantworten. Aber das wäre der entscheidende Punkt. Ja, wir müssten, und das sehen wir ja auch, wenn eine Gesellschaft die Sinnfrage im Zentrum hat, kennen die keine Depressionen. Wir müssten das wieder anregen, dass sich Kinder wirklich nicht darauf einstellen, was braucht die Gesellschaft, was habe ich für Noten, daraus mache ich einen Job. Mhm. Das ist grauenhaft.
sondern zum Beispiel Berufsberatung könnte schon in so einen Sinn gehen. Ich schaue mir mal die Finger an, was kann er mit denen eigentlich machen? Ja, wenn der so Lufthände hat, sollte er nicht Zahnarzt werden. Das habe ich mal erlebt. Das sind dann 15, 16 Semester vertan. Also wir müssen aus meiner Sicht viel tiefer schauen, ja, auch radikaler an die Wurzeln der Themen. Und klar, jeder Mensch braucht Sinn im Leben, sonst wird sein Leben sinnlos. Mhm. Ja, diese Freizeit- und Fun-Theatergeschichte, die trägt nicht. Das ist mal ganz nett, ein Wochenende, ja, ist auch okay, ich bin auch mal aus dem Hubschrauber gesprungen mit dem Fallschirm. Aber ich meine, das nährt das Leben ja noch nicht. Mhm. Ja, es ist eine spannende Geschichte und du fällst mal eine Minute, okay. Aber das sind ja keine Antworten auf Sinnfragen. Nein, gar nicht. Oder du lässt dich am Fallschirm hinterm Motorboot herziehen. Gott, bitte, wo soll die Sinnfrage herkommen dabei? Keine Wärme und kein gutes Gefühl letztendlich, ja. Und wir haben natürlich heute immer weniger diese Sinnfragen. Also ich sehe ja oft in Zypern, vor allem in Bali auch, diese Internetnomaden, Home is where the Mac is, die verdienen viel Geld heute. So, mit ihrer Bastelei da. Und klar, die haben dann Airbnb-Wohnungen, die richtest du dir sowieso nicht ein, weil es ist höchstens für 2 Monate. Und ja, Beziehungen sind ja auch nicht so besonders fest, ne? Man trifft sich so und irgendwie man schläft miteinander, aber also da hast du keine Wurzeln, da hast du keine Beziehung, da spielst du dich am Computer. Ich weiß nicht, denen fehlt Tiefe für mein Gefühl. Ja. Das ist so hübsch und nett und Boutique gekleidet vielleicht und locker und cool, aber da geht viel Tiefe verloren und ich fürchte, dass das irgendwann dann auch mal in so eine Richtung geht. Erst die Sinnlosigkeit, Burnout. Wenn dieses Burnout lang genug besteht, geht es ja auch in die Selbstmordneigung oft. Und dann siehst du, dass das doch sehr nah beieinander ist, Burnout und Depression. Es ist für die Leute verschieden. Also ich habe über beides mal ein Buch geschrieben. Es ist Seeleninfarkt, habe ich das genannt, für Burnout. Seeleninfarkt. Infarkt, ja. Ja, super. Also weil wirklich die Seele nicht mehr kann. Die ist wie ein Verkehrsinfarkt, die stoppt einfach alles. Und klar, die Depressionsgeschichte ist so eine Schattenreise. Und die müsste auch wirklich dann ganz bis ins Licht führen. So hieß dann auch das Buch Schattenreise ins Licht. Allerdings muss man sagen, wenn jemand in der Depression drin ist, ist es später. Das müsste vorher passieren, die Vorbeugung. Und auch bei Burnout könnten wir viel mehr Vorbeugung machen. Aber wenn man drin steckt und jetzt wirklich mit diesen Vorstufen arbeitet und den Körper ein bisschen anhebt und die Sinnfrage mit Unterstützung von der Familie vielleicht stellt und gemeinsam anpackt, kann man aus dieser Depression oder aus dieser Burnout-Geschichte wieder ausbrechen? Ja, schwierig. Viel besser wäre es, und das passiert auch in Familien, die gut interagieren und so weiter, die kommen gar nicht erst rein, die Leute, weil sie von Anfang an in diese Richtung getragen sind. Ja, also so in meiner Familie, da wurde uns relativ früh nahegebracht, also dass wir studieren werden und doch mal spüren sollen, in welche Richtung es uns zieht. Das ist natürlich viel leichter für Kinder dann, nicht in sowas reinzurutschen. Zu meiner Zeit, wie ich Psychiatrie gemacht habe, da gab es überhaupt keine kindlichen Depressionen, kindliche Selbstmorde. Da gab es die Hebephrenie und das war's. Aber bei Kindern. Gibt's heute? Heute gibt's das alles. Nein, ja, doch. Muss doch jetzt auch bei doch, Kindern doch. Schon. Ja, die haben schon Depressionen und da gibt es kindliche Selbstmorde und. Das hat sich wirklich sehr verschärft, finde ich. Und ich glaube sicher, dahinter steckt die Sinnfrage. Ich meine, die lernen ja schon nicht mal die Spielregeln des Lebens. Ich meine, du musst doch Verkehrsregeln lernen, bevor du einen Führerschein machst. Das ist bei uns in unseren Ländern klassisch. Die Regeln des ehelichen Verkehrs lernen sie schon nicht. Da haben wir auch 80% Scheidungsrate. Also man müsste die Spielregeln lernen. Wäre von mir aus so eine Grundforderung, relativ früh, besten in der Volksschule, die diese Fragen stellen. Was sind die Regeln dieses Spiels, was die Inder Lila nennen, das kosmische Spiel? Ich bin da voll bei dir. Da fehlt ganz, ganz viel Tiefsinnigkeit heutzutage. Lieber Rüdiger, die Sendezeit ist schon wieder durch, die erste. Und ich freue mich bereits, dass wir heute einen ganzen Tag miteinander verbringen dürfen und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weitere Sendungen produzieren dürfen. Sie können sicher sein, heute in einer Woche zur gleichen Zeit geht es weiter mit einem weiteren Gespräch mit dem Dr. Rüdiger Dahlke. Und ich hoffe, dass Sie sich genauso freuen wie ich darauf. Herzlichen Dank, lieber Rüdiger. Gern. Und Ihnen auch alles Gute. Auf Wiedersehen miteinander.